Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich am Fritz-Bauer-Institut. Mein Name ist Sibylle Steinbacher. Das Fritz-Bauer-Institut veranstaltet seit 2013 jedes Jahr die Fritz-Bauer-Lecture mit einem prominenten Forscher, einer prominenten Forscherin. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Abend Herr Professor Dan Diener unser Gast ist. Herr Diener wird sprechen zum Thema Kreisläufe, Repetitives im Diskurs über den Holocaust und wird dabei Bezug nehmen auf eine Diskussion, die in jüngster Zeit entbrannt ist. Ich darf Ihnen Herrn Professor Diener kurz vorstellen. Er war bis zu seiner Emeritierung Professor für moderne Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem und Professor am Historischen Seminar der Universität Leipzig. In Leipzig hat er von 1999 bis 2014 auch das Simon Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur geleitet und zuvor, von 1994 bis 1999, war er auch an der Universität Tel Aviv tätig und hat dort das Institut für deutsche Geschichte geleitet und war Professor für europäische Geschichte. Dan Diener ist Träger mehrerer Preise, darunter der Leipziger Wissenschaftspreis. Er hatte Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte in vielen Städten, an vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen im In- und Ausland. Und er ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Kommissionen und Beiräte. Auch ist er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Fritz-Bauer-Instituts. Und er ist Vorstand der Alfred Landecker Foundation und Vorsitzender ihres Stiftungsrates. Herr Diener beschäftigt sich mit europäischer Geschichte genauso wie mit der Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens und der jüdischen Geschichte. Und er beschäftigt sich mit Fragen der Methodik und Fragen nach dem Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis. Wer seine Werke kennt, der weiß das. Und Herr Diener hat auch das Konzept, das epistemische Konzept vom Zivilisationsbruch geprägt. Zuletzt hat ihn beschäftigt die jüdische Geschichte der Moderne verbunden mit einer globalen Gedächtnisgeschichte des Zweiten Weltkrieges. Und hierzu ist 2021 sein Buch erschienen mit dem Titel »Ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942«. Die Vielzahl seiner monographischen Werke kann ich unmöglich nennen. Ich will nur ein paar Titel anführen. Sie alle sind sehr prägnant. Erwähnt sein Buch »Rituelle Distanz – Israels deutsche Frage« 2015 erschienen. »Zeitenschwelle – Gegenwartsfragen an die Geschichte« 2010 erschienen. »Gegenläufige Gedächtnisse über Geltung und Wirkung des Holocaust« 2007 erschienen. Und »Gedächtniszeiten über jüdische und andere Geschichten« 2003 erschienen. Von den Werken, die Dan Diener herausgegeben hat, sei nur ein einziges erwähnt, nämlich das große Werk der Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, das in 7 Bänden vorliegt. Sein jüngstes Werk ist erst vor ein paar Tagen herausgekommen, ein schmaler Band, ein Gemeinschaftswerk, der Bezug nimmt auf jüngste Diskussionen, verfasst von Dan Diener, Norbert Frey, Saul Friedländer und ich durfte auch daran mitwirken. Es trägt den Titel »Ein Verbrechen ohne Namen, Anmerkungen zum neuen Streit über den Holocaust«, erschienen bei CH Beck Ende Januar 2022. Jetzt hat Dan Diener das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, liebe Sibylle Steinbacher. Vielen Dank für die Einladung an das Fritz-Bauer-Institut zu seiner jährlichen Lecture. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich fühle mich auch dem Fritz-Bauer-Institut schon seit sehr vielen Jahren verbunden. In meinem heutigen Vortrag werde ich einer Frage nachgehen, die mich, ich würde fast sagen, die uns im weitesten Sinne seit vielen Jahren beschäftigt und gerade im letzten Jahr wieder einen Höhepunkt erreicht hat in der Diskussion über die Vergleichbarkeit beziehungsweise über die Singularität des Holocaust.
Der gesamte Diskurs, und das ist die Auffälligkeit, scheint sich zu wiederholen. Es gibt ein starkes Element des Repetitiven, wenn wir zurückblicken, nur mit dem Unterschied heute, dass er sich nicht mehr auf der klassischen europäischen Ost-West-Achse bewegt. Also das, was im engeren Sinne mit dem Zweiten Weltkrieg in Europa in Verbindung stand und in dessen Schatten der Holocaust verbrochen wurde. Sondern zu dieser Ost-West- und West-Ost-Achse gesellt sich eine weitere Achse hinzu, nämlich eine vertikale, eine Nord-Süd, eine Süd-Nord-Achse, die gleichsam den globalen Süden ergreift und damit den Diskurs über den Holocaust in einem hohen Sinne erweitert. Die Fragen, die ich stellen werde in meinem Vortrag, sind vielschichtig. Nämlich Erklärungen, warum und inwiefern der Diskurs um den Holocaust ähnliche Strukturen aufweist, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Manche werden das Argument führen, beziehungsweise die Trope von der antisemitisierenden Manipulation durch eine vermeintliche jüdische Macht, Presse, in Rundfunk, in Film und Fernsehen, die immer und immer wieder die Frage des Holocaust aufwirft. Aber ich denke, dass sich seriösere und tiefergehende Erklärungsebenen anbieten, um jenen repetitiven Charakter des Holocaust bzw. seines Diskurses zu erklären. Sie sind verschieden und ich werde sie sowohl analytisch getrennt, aber auch in ihrer Verschränkung behandeln. Die erste Ebene ist eine historische. Die zweite Ebene ist, so nenne ich das, eine anthropologische. Und die dritte eine politisch-theologische Ebene. Die historische Ebene ist weitestgehend bekannt und lässt sich eher kurz streifen. Dass nämlich, abgesehen von einer Zwischenzeit zwischen 1945 und 1947, die Erinnerung und das Gedächtnis an den Holocaust gleichsam verdeckt wurde durch eine Betondecke des Bewusstseins, die auf das Engste mit einem Großereignis in Verbindung stand, nämlich mit dem Kalten Krieg. Ein Ereignis, das die Zeitgenossen so empfanden und zu Recht auch so empfanden, mit der Gefahr eines Omnizids, mit der Vernichtung der Gattung Mensch durch einen nuklearen Krieg. Der Holocaust, und das ist auffällig, und auch seine Benennung, die Benennung dessen, was man früher als die Endlösung in der Nazisprache bezeichnet hat, der Holocaust tritt auf Ende der 70er Jahre. Ich spreche jetzt im öffentlichen Bewusstsein, nicht im Bereich der Forschung. Und alle wissen das, es hängt im hohen Maße mit ihren Filmen gleichen Namens zusammen. Wenn wir uns die 70er Jahre anschauen, werden wir feststellen, dass das Jahrzehnt der Détente zwischen den Supermächten gewesen ist. Also in einer Zeit, in der die unmittelbare Bedrohung durch jenen Omnizid sukzessive zurückgegangen ist. Eine zweite Phase erfolgt mit dem Ende des Kommunismus beziehungsweise mit dem Ende, dem Zerfall der Sowjetunion. Also ich spreche hier von den 90er Jahren. Auffällig, wie stark die Erinnerung damals Platz griff. Und sie hat, und dies ist auch eine kursorische Erklärung, die nicht in die Einzelheiten hineingeht, die nicht zuletzt damit einhergeht, mit der Wiedereinsetzung des Privateigentums in jenen vormals kommunistischen Ländern. Das heißt, Fragen,
die damit einhergingen, wie etwa die Restitution. Fragen, in denen gleichsam die Grundbücher zu Gedächtnisspeichern der Vergangenheit wurden. Das heißt, dass das Eigentum rückverfolgt werden konnte, dass die Übertragung nachvollzogen werden konnte, dass gleichsam die verdeckte Geschichte wieder auftrat. Kommen wir zu der zweiten angekündigten Ebene, die Ebene der Anthropologie. Und wenn von Anthropologie die Rede ist, sind damit überhistorische, menschheitliche Konstanten gemeint. Und hier soll die Rede sein vom Charakter der Tat, der Vernichtung des europäischen Judentums, die mit, ja, auf das Engste mit der Dauer der Erinnerung in Verbindung steht. Als erstes möchte ich das Phänomen eines, wie ich das nennen würde, Zeitstaus vorstellen. Zweitens danach ihren Ursprung, nämlich das, was man als einen grundlosen Tod bezeichnen könnte. Aber beginnen wir mit dem Zeitstau. Der Begriff des Zeitstaus geht auf eine Formulierung zurück der 1990er Jahre. Damals wurde die Formulierung geprägt, dass der Holocaust zwar eine Statistik hat, aber kein Narrativ. Die Statistik steht für ein Phänomen des Repetitiven. Das Bild für eine ständige Wiederkehr des Immergleichen. Was signifikant ist für die industrielle Ausmerze, die den Kern des Holocaust ausmacht. Mechanische Bezüge der Wiederholung beginnen mit den Zügen, der mechanisierte Transport, die Logistik der Deportation. Des Weiteren die unmittelbare Hinführung zu einem weiteren mechanischen, ja, zu einer mechanischen Figur, einer realen Figur, nämlich die Gaskammer. Und als Drittes, ja, das sofortige Kremieren der Leichen und die Entsorgung der Asche. Ich wiederhole, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, das Gleiche. Vor allem in der Kernzeit der Vernichtung. Also vom Frühsommer 1942 bis zum Spätsommer 1944. Für dieses Moment der Repetition, für die das Bild der Statistik sich anbietet, ist keine dem Ereignis angemessene Erzählung möglich. Das ist das, was ich unter dem kodierten Zeitstau verstehe. Und dieser Zeitstau, und das ist das Phänomen, über das wir heute sprechen, löst sich in der Nachgeschichte auf. Die Substanzen der Erinnerung werden wie aus Zeitkapseln heraus ausgeschüttet. Und diese dehnen sich aus als Dämpfe in die Zukunft hinein. So, als ob die verschiedenen Biografien, die als Statistik auftauchten, wie zu einem, ja, Gedächtnis erleben, verlebendigt werden. Das zum Phänomen der Dauer, beziehungsweise der ständigen Wiederkehr. Jene Zeitkapseln, die sich im Bild der Statistik niederschlagen. Aber nun zur
Tat als solche. Nämlich das, was ich als einen absoluten Genozid bezeichnen würde. Absoluter Genozid in diesem Falle weist die folgenden Merkmale auf. Nämlich die Vernichtung aller Juden und überall. Aller Juden bedeutet unterschiedslos. Männer, Frauen, Kinder, Alte. Überall bedeutet im Prinzip keine räumliche, also keine politisch-territoriale Eingrenzung. Und als drittes, Kernsubstanz des Ereignisses. Die Tat war, und ich bitte mich hier nicht misszuverstehen, die Tat war grundlos. Dies will heißen, sie folgte nicht einem traditionellen bösen Antrieb. Also keiner materiellen Habgier und auch keiner grenzenlosen Triebbefriedigung. Dass diese Dinge nebenher erfolgten, liegt auf der Hand, aber sie sind nicht das Substanzielle am Geschehen selbst. Das heißt, seitens der Opfer, und das ist die Perspektive, die radikale Perspektive auf das Geschehen, die radikale Perspektive auf die Tat, seitens der Opfer konnte nichts unternommen werden, um ihre Verfolger und ihre Henker zu besänftigen. Also nichts, traditionell gesehen, in die Vergangenheit geschaut. Kein Glaubensübertritt, was für die traditionelle Judenfeindschaft signifikant ist. Keine Forderung und keine Befriedigung der Herausgabe von Geld und Gut. Und was noch viel wichtiger und für uns interessanter sein wird, nämlich die Verfügungstellung von Arbeit. Auch dies war kein Mittel, um jenen Vorgang zu beschränken. Das heißt, und das ist die Erfahrung der Opfer, und diese lässt sich durch nichts besänftigen, die Nazis wollten einzig und allein im Wesentlichen das Leben der Opfer. Also ein Tod sans phrase, einfach so. Ein spezifischer Tod im Übrigen. Aus der Perspektive der Opfer, und das ist das historische Material, aus dem sich letztendlich der Begriff vom Zivilisationsbruch speiste, aus der Perspektive der Opfer war das Handeln der Nazis gegenrational. Wie erkennt man dieses gegenrationale Handeln? Nicht aus der vielleicht radikalst möglichen Perspektive, die aber kontemplativ nicht eingenommen werden konnte. Nämlich aus der Perspektive der Gaskammer. Also dort, wohin die Menschen, die recht eigentlich arglos waren, als sie aus den Waggons ausstiegen und dann in die Gaskammern gepresst wurden. Dicht an dicht und dann eine Agonie von etwa 20 ewigen Minuten haben erleiden müssen. Sichtbar wird dieser Zivilisationsbruch bzw. die Gegenrationalität aus der Perspektive der Opfer, die Gegenrationalität der Nazis, aus der Perspektive des Ghettos. Also die sogenannten von den Nazis eingerichteten
Bezirke, in denen die Juden jeweils konzentriert wurden. Aus jener Perspektive und aus jener Wahrnehmung heraus waren die Ghettos die Stau- und Warteräume des Todes gewesen, von denen aus das Ereignis als solches seitens der von den Nazis eingesetzten Vertreter der Juden, die Judenräte und die ihnen vorstehenden Judenältesten, sich über den Zustand Gedanken machen konnten, also die Überlegung, was sie angesichts dessen tun können, um die ihnen sozusagen unterstellten beziehungsweise die ihnen nahen Menschen von dem Schlimmsten zu bewahren, beziehungsweise viele von ihnen am Leben zu bewahren. Vor einigen Jahren, das ist schon lange her, hat das Fritz-Bauer-Institut eine Ausstellung durchgeführt mit dem Titel Unser einziger Weg ist Arbeit. Das ist ein Zitat des ebenso verfemten wie weit diskutierten, in der Historiografie diskutierten Vorsitzenden des Judenrats, der Judenälteste Mordechai Chaim Rumkowski. Seine Strategie und übrigens nicht nur seine Strategie, auch in anderen Ghettos haben Judenälteste sich dieser Strategie bedient. Durch das Verfügungstellen von Arbeit, das, was den Juden in Ghetto drohte, so weit wie möglich hinauszuschieben, auch in der Hoffnung, dass in jener Zwischenzeit sich die Front nähert, die zu ihrer Befreiung und zu ihrem Überleben hätte führen können. Hinter dieser Vorstellung, hinter dieser Strategie der Rettung durch Arbeit, so wurde dies genannt, und jenes Zitat, das ich wiederhole von Rumkowski, unser einziger Weg ist Arbeit, verbarg sich jenseits des konkreten Handelns, nun auf eine höhere, auf eine theoretische Ebene gehoben, die Vorstellung, dass Arbeit so etwas darstellt, gesellschaftlich darstellt, wie geronnene Rationalität. Die Vorstellung, dass die Nazis dieser Arbeit bedürften, um angesichts der Kriegsereignisse und auch im Kontext der Kriegsproduktion die ihnen zur Verfügung gestellte jüdische Arbeit auszubeuten. Das geschah auch an den verschiedensten Stellen. Wir wissen auch um die unterschiedliche Haltung der jeweiligen Agenturen, die Wehrmacht, die einerseits zwar nicht auf die Arbeit setzte, aber sich dieser Arbeit bediente, und die entsprechenden Stellen der Nazis selbst, die im zunehmenden Maße und immer mehr in der Steigerung die Vernichtung in den Vordergrund rückten. Die Vorstellung der Judenräte, sich dieser Strategie der Arbeit zu bedienen, ging von einer Wahrnehmung aus, die einem jeden nah und selbstverständlich ist. Also man könnte sie auch mit anthropologischen Begrifflichkeiten beschreiben. Dass nämlich die Nazis im Kontext des Krieges auf eins zu achten hatten als Grundlage eines jeden Handelns, nämlich ihre Selbsterhaltung. Also die Vorstellung, sich der Juden dienstbar zu machen,
eben, wie gesagt, für die Produktion und die Reproduktion. Die Judenräte waren in einer schrecklichen Lage gefangen, denn sie wurden gezwungen, angehalten, und der Fall Rumkowski bzw. Skecholowski ist wohl der am besten erforschte Kontext dessen, was geschieht, dass sie zur Selbstselektion angehalten wurden. Also eine Selektion in die Vernichtung. Zuerst wurden die Kranken aussortiert, dann die Alten und dann die Kinder. Es ging darum, und dieser Logik nach handelten die Judenräte und vor allem der Judenälteste Rumkowski in Ghetto Lodz. Am Anfang die wenigen für die vielen hinzugeben. Dann schmolzen die vielen zu den wenigen, um schließlich auch gänzlich zu vergehen. Der Höhepunkt dieses Dramas ohne Ausweg war die Rede Rumkowskis vom 4. September 1942. Damals war er aufgefordert worden, alle Kinder unter 10 Jahre auszuliefern. Und er sprach die Eltern an in einer öffentlichen Rede, mit dem Ruf, gebt mir eure Kinder. Die Szene ist mehrfach beschrieben und auch belegt. Es ist wohl die dramatischste, fürchterlichste Szene im gesamten Holocaust. Denn dort wird in Worte gefasst, was andernorts eher im Verborgenen geschah. Also was das Ghetto angeht, öffentlich und ausgesprochen. Gebt mir eure Kinder. Rumkowski. Er sei gehalten, er sei gezwungen, die Glieder abzuschneiden, um den Körper zu bewahren. Was Rumkowski tat, um darüber und immer weiter die Arbeit zur Verfügung zu stellen, war so etwas wie eine intuitive Erwartung und Vorstellung von so etwas, und hier wiederhole ich mich, von einer Restrationalität, die der Selbsterhaltung auf Seiten der Nazis hätte sein sollen. Und dazu hatte er keine Alternative. Diese Konstellation ist recht eigentlich der Kern. Das schwarze Loch des Holocaust, von dem jene toxische Energie ausgeht, die der Zivilisationsbruch meint. Eine toxische Energie von langer Dauer. Sie entweicht jeden Zeitkapseln in die Gegenwart und womöglich auch in die Zukunft hinein. Es ist schwer und bedarf keiner rhetorischen Steigerung,
dass die Wahrnehmung dieser Konstellationen in ihren Folgen für das Bewusstsein zu so etwas führt, was ich als eine anthropologische Krise bezeichnen würde. Aber die Wahrnehmung dieser anthropologischen Krise ist kaum möglich. Und der Vergleich liegt nahe, dieses Geschehen und die Wahrnehmung dieses Geschehen zu vergleichen mit dem Versuch, liederlosen Auges in die Sonne zu blicken. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass die bloße Faktizität jenes Geschehens zu so etwas führt wie zu einer intuitiven Abwehr. Dies ist unerträglich. Und zwar nicht nur, was die Wahrnehmung oder seitens der Wahrnehmung der Opfer, sondern schlechthin eine Wahrnehmung jener anthropologischen Krise. Die Reaktion auf dieses Phänomen ist vielfältig. Und ich beziehe mich jetzt auf ein Element unter vielen Elementen, das ein Ausdruck jener Abwehr ist. Ich spreche hier von der Frage des Diskurses über die Besonderheit des Holocaust. Und ich spreche dabei, und das mag unserem säkularen Bewusstsein widersprechen, von so etwas wie einer theologischen Form, nichts Religiöses, aber von der theologischen Form eines Diskurses, der sehr alt ist und sich in der Frage der Wahrnehmung des Holocaust wieder zur Geltung kommt. Denn der Hinweis auf die Besonderheit des Holocaust, dessen, was mit jener Gegenrationalität beschrieben wurde, oder auf das hinausläuft, was ich als eine Unterscheidung zwischen Tod und Tod bezeichnen würde, es läuft darauf hinaus, dass im öffentlichen Bewusstsein dies als eine jüdische Anmaßung verstanden wird. So etwas wie eine Konversion eines ursprünglichen theologischen Diskurses um die Frage der Erwählung der Juden. Also etwas, was gemeinhin zurückgewiesen wird und letztendlich ein Vorwurf oder eine Vorhaltung ist, die vorgeblich ist, beziehungsweise die Frage der Erwählung. Dagegen richtet sich im Diskurs die Rede und eine sehr betonte Rede und eine sich wiederholende Rede vom Holocaust als einem Genozid unter anderen, unter vielen Genoziden. Und dass der Verweis auf jene Besonderheit, von der gerade ausführlich die Rede war, dass jener Hinweis auf jene Besonderheit, ja, man könnte sagen, einer menschheitlichen Gleichheitsvorstellung widerspricht. Es geht also um die Gleichheit. Also ein Element, das auch die unterschiedlichen Formen von Töten
und die unterschiedliche Form von Sterben nicht unterscheidet. Selbstverständlich ist der historische Diskurs oder der Diskurs in der Öffentlichkeit, der sich mit Fragen des Holocaust und seiner Besonderheit befasst, nicht theologisch imprägniert. Aber wir können feststellen, dass sich entsprechende Begriffe, analoge Begriffe davon heraus entwickeln. Also etwa die vorgebliche Erwählung findet sich im historischen Diskurs etwa von der Semantik der Ursprünglichkeit getragen. Also die Frage, was war ursprünglicher? Und auffälligerweise ist die Frage der Ursprünglichkeit das wesentliche, das tragende Element des sogenannten Historikerstreites in Deutschland des Jahres 1986 gewesen. Selbstverständlich spielten in den Argumenten Ernst Nolters, der diese Frage aufgeworfen hatte, spielten natürlich, und das war signifikant für die alte Bundesrepublik und für die Zeit des Kalten Krieges, die Frage von Kommunismus und Bolschewismus und Antibolschewismus eine zentrale Rolle. Das waren die zentralen Diskurse gewesen. Auch die Unterscheidung zwischen links und rechts, was es auch heißen mag, organisierte sich jener Unterscheidung entlang. Nolte fragte, und die Frage ist fast allen geläufig, was war ursprünglicher? War es der Klassenmord der Bolschewiki oder der Rassenmord der Nazis? Und noch eine viel konkretere Formulierung in diesem Zusammenhang. Er spricht, dass der Klassenmord der Bolschewiki der, und ich zitiere, logische und praktische Prius gewesen ist für den Rassenmord der Nazis. Er will damit keine direkte Kausalität herstellen, aber doch einen Zusammenhang von vorher und nachher und eben jenes Motiv der Ursprünglichkeit, die ich als eine Verschiebung jener theologischen Imprägnierung ansehe, die in der Frage der Erwählung mündet. Was war zuerst? Es ist auffällig, jedenfalls ist es mir auffällig, dass diese Frage nach dem logischen und praktischen Prius interessanterweise heute wiederkehrt. In einer Diskussion und einer Debatte, an deren Anfang wir stehen und die wichtig ist und bereits Erwähnung fand, einleitend, als ich davon sprach, dass sich der Alte, und Nolte findet sich in diesem Alten wieder, der alte horizontale Diskurs Ost-West, der kontinentale Diskurs, der für Europa so typisch, so signifikant gewesen ist, sich nunmehr verschiebt zu jenem, ja, vertikalen Diskurs. Das heißt, ein Diskurs, in dem der Holocaust in Verhältnis zu Kolonialverbrechen gestellt wird. Auch hier, und das ist mein Eindruck, wiederholt sich jenes Moment des logischen und praktischen Prius. Was war zuerst? Was folgte daraus? War der Holocaust ein Kolonialverbrechen?
wie die Kolonialverbrechen vornehmlich auf dem afrikanischen Kontinent und interessanterweise, und lassen Sie mir dies in Klammern nur anfügen, dass auch hier eine Veränderung eingetreten ist. Denn man kann sich sehr wohl erinnern, dass noch vor 20, 30 und 40 Jahren, wenn Bezüge außerhalb des Gegensatzes Nationalsozialismus und Bolschewismus evoziert wurden, etwa der Armenier-Genozid in den Vordergrund gerückt wurde. Aber dieser scheint in der gegenwärtigen Diskussion, wenn überhaupt, sehr abgeschwächt wahrgenommen zu werden. Er vergeht und auch dies ist erklärungsbedürftig. Wie auch immer, auffällig an der Frage des logischen und praktischen Prius und an der Frage der Ursprünglichkeit als Säkularisierungs- und Verschiebungsform der Erwählung ist bei beiden Diskursen, dem vertikalen und dem horizontalen, dem Ost-West-Diskurs und dem Nord-Süd-Diskurs, ist der jüdische Nexus dabei notorisch und erklärungsbedürftig. Die Frage, die das aufgeklärte Bewusstsein berührt, ist die, ob die negative Qualifizierung von Kolonialverbrechen der Referenz des Holocaust bedarf. Denn die Kolonialverbrechen sind Verbrechen eigenen Ursprungs, sind Verbrechen sui generis. Auch hier, und erlauben Sie mir diesen historischen Hinweis, der vielleicht zur Wahrheitsfindung nicht sehr viel beiträgt in diesem Zusammenhang, dass die Kolonialverbrechen, und es geht hier um die Form der Gewalt und nicht um die Frage der Opfer, um die Form der Gewalt, wenn wir uns etwa den britischen Kolonialismus vor Augen führen, da werden wir feststellen, dass die koloniale Gewalt nicht nur gegen die schwarzen Menschen auf dem Kontinent ausgeübt wurde, sondern auch gegen Weiße, etwa die Kolonialgewalt in Irland, die bis in die Gegenwart hinein als Kolonialgewalt diskutiert wird. Oder das, was mit einer klassischen Form der Kolonialgewalt einherging, die Zerstörung der Behausungen, das Hinmetzeln der Herden, das Verbrennen der Pflanzungen, ja, auch die Einrichtung von Konzentrationslagern, recht eigentlich auf die Burenkriege zurückgehen. Also Kriege, wenn man so will, wenn man dies sozusagen an den Äußerlichkeiten, an den Pigmentierungen ablesen will, die von Weißen gegenüber ausgeübt wurden. Alle diese Fragen spielen und werden noch eine große Rolle spielen in den Kontexten von Kausalität und von Vergleich. Aber die Frage, die sich hinter dem verbirgt, nun letztendlich das öffentliche Bewusstsein erregt, die Frage, und jedenfalls ist dies anhand der Diskurse abzulesen, ob das eine schlimmer war als das andere. Als ob es eine Hierarchie gäbe zwischen Opfergruppen. Diese Vorstellung ist zurückzuweisen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Leid und Leid. Es gibt keine Richterskala des Leiden. Alles Leid ist absolut. Dies ist eine moralische Voraussetzung im Diskurs selbst.
Gleichwohl besteht eben jener Unterschied, von dem bereits die Rede war. Nämlich die Unterscheidung zwischen Tod und Tod. Eine Unterscheidung, die uns im innerstaatlichen Kontext ja selbstverständlich ist. Wir alle wissen, zu unterscheiden, beziehungsweise das Strafrecht lehrt uns zur Unterscheidung zwischen Mord und zwischen Totschlag und unterschiedliche Formen dessen. Aber wenn es um Kollektives geht, dann verschwimmen und dann vergehen diese Unterschiede in der Wahrnehmung. Wir blicken nicht mehr auf die Tat, wir sehen nicht die Spezifika der Tat, sondern wir sehen eigentlich die Gruppen, die Gewalt anwenden oder die Gewalt erfahren und versuchen nunmehr aus der Geschichte oder aus den Projektionen untereinander Erklärungen dafür zu finden. Der Blick, der scharfe Blick auf den Tod, zum Beispiel auf jenen grundlosen Tod, über den bereits die Rede war und der im Zentrum unserer Ausführungen steht. Der Tod, der absolute Tod, der von Auschwitz ausgeht und langfristig das Bewusstsein der Nachgeborenen besetzt und dabei auch die Gedächtnisse reguliert. Dies ist uns nicht gegeben, jene Unterscheidung klar zu treffen. Die Frage, die sich unmittelbar stellt, ist jene Unterscheidung zwischen Tod und Tod universalistisch? Ist sie Teil einer menschheitlichen, moralischen Kompetenz oder ist sie kulturgebunden? Ich neige dazu, davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine vegetative menschheitliche Reaktion handelt. Und sie berührt Scham und Schuld. Also Reaktionen, Empfindungen, die in allen Kulturen sichtbar werden, wenn sie auch in unterschiedlich kultureller Form zum Ausdruck gelangen. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass wir offenbar vor einer Entwicklung stehen, aus dem eurozentrischen Kontext heraus, heute würde man sagen globalisierend, ich würde sagen universalisierend, das, was damals in Auschwitz geschehen ist, in einer Weise zur Geltung und in Sprache zu bringen, die auch anderen nicht-europäischen, außereuropäischen Kulturen zugänglich ist. Denn, und auch dies ist eine Wiederholung, es kommt weniger darauf an, wer die Opfer waren, sondern welche Tat und welcher Tod an ihnen vollzogen wurde. Damit können die unterschiedlichsten Schichten von Deckerinnerung beiseite geräumt werden. Das heißt, Deckerinnerungen, die historisch gebunden sind, die politisch sein mögen, kulturell und religiös behaftet sind, sondern dass die nackte Tat sichtbar gemacht wird, nämlich jener grundlose Vernichtungstod. Gedächtnisse sind komplexe Apparate des Bewusstseins. Sie reflektieren durchaus Momente von Wahrheit.
so wie Erinnerung und Vergessen Auskunft geben über die jeweils verschiedenen Arten von Verbrechen, sprich von Kollektivverbrechen. Zunächst will ich mich auf ein Beispiel beziehen, das in allen geläufig ist, weil es auf jener kontinentalen Ost-West-Achse gelegen ist, wie auch der alte Historikerstreit des Jahres 1986. Nämlich wieder, aber jetzt anders, die Frage der nationalsozialistischen gegenüber den sowjetischen Verbrechen oder nach dem Ende der Sowjetunion. Die Frage, warum im postsowjetischen Russland über die Verbrechen der hochstalinistischen Zeit nicht so gesprochen wird, wie im nach nationalsozialistischen Deutschland, der alten Bundesrepublik, aber auch darüber hinaus. Dies auf Manipulation zurückzuführen, ist müßig. Das Gedächtnis, die Erinnerung bzw. das Vergessen reagiert auf eine spezifische Tat. Obwohl es geht um die Art des Todes, die Art des Sterbens, das sich in der Erinnerung niederschlägt. Nehmen wir das postsowjetische Beispiel, also das, um dessen Bewahrung die Gruppe Memorial in Russland sich bemühte und darüber zum Schweigen gebracht wurde. Wie sind die Verbrechen zu beurteilen? Nehmen wir ein Beispiel. Das klingt sehr praktisch, aber vielleicht hilft uns diese Praxis weiter. Nehmen wir eine durchschnittliche, heute russische, damals sowjetische Familie. Und gehen wir davon aus, von den Verbrechen des sowjetischen Sicherheitsapparats, der 1922 begründeten GPU oder des 1934 begründeten NKWDs. Also Sicherheitsapparate, die Tausende und Abertausende Menschen zu Tode gebracht haben oder wie es hieß, liquidiert worden waren. Dabei fällt auf, dass sich hier ein Vorgang abbildet, der die Erinnerung an jenes Geschehen nicht nur abschwächt, sondern schwer vermittel- und übertragbar macht. Dieselbe Person, die als Angehöriger des GPU oder des NKWD Hunderte und Tausende von Menschen durch Genickschuss ermordet haben, werden bei der nächsten Welle der Säuberung selbst zu Opfern jenes Vorganges gemacht und durch Genickschuss hingerichtet. Was bedeutet das für die Erinnerung der Nachgeborenen? Was geschieht in einer Familie, deren Großvater eben dieses Schicksal erlitten hat? Soll man sich seiner als Täter erinnern? Soll man sich seiner als Opfer erinnern? Die Folge dessen ist, dass die Erinnerung neutralisiert wird. Das ist das, was ich vielleicht im übertragenen und im höheren Sinne als eine Bürgerkriegskonstellation bezeichnen würde, die gemeinhin beschwiegen wird. Das können wir beobachten auch im Westen unseres Kontinents. Etwa in Spanien, dass der spanische Bürgerkrieg ein Tabuthema war, weil der politische und soziale Friede
von jenem Beschweigen abhing. Nach Francos Tod in der Zeit der Transition oder auch der Zeit der Regierung der Sozialisten unter González, kein Wort über den Bürgerkrieg. Jetzt erst, fast 50 Jahre nach dem Tod von Franco, werden Massengräber geöffnet und forensisch untersucht. Das alles gehört auch in die kontinentale West-Ost-Achse der Erinnerung hinein. Aber jetzt, wie gesagt, und erlauben Sie mir die Wiederholung, jetzt tritt stärker eine Nord-Süd-Süd-Nord-Achse in den Diskurs hinein. Und diese verkompliziert das Bild. Vor allem, und erlauben Sie mir die Verkürzung, wenn bedacht wird, dass die westlich-demokratischen Mächte des Krieges im globalen Süden Kolonialmächte gewesen sind. Und die damals ja mit der Ablehnung und die Achse wiederum und vor allem Deutschland zeitgenössisch im globalen Süden und Teilen davon jedenfalls mit Sympathie haben rechnen können. Wer heute, auch vor 10 Jahren und vor 20 Jahren, aber auch heute in Indien eine Buchhandlung betritt und aus Kontinentaleuropa kommt und womöglich aus Deutschland, wird 2 nebeneinander stehende Bücherstapel entdecken. Auffällig. Der eine Stapel besteht aus Büchern der Biografie Gandhis. Der andere aus Hitlers Mein Kampf. Das sind in der Tat paradoxe Erscheinungen, die erst vor einem Diskurs stehen, um sich abzugleichen. Im Zuge der amerikanischen Black Lives Matters Bewegung im Sommer 2020 wurden in England von zuvor als Philanthropen geehrte Sklavenhändler gestürzt. Personen, die im 17. und 18. Jahrhundert ihr Unwesen getrieben haben. Mit dieser Bewegung wurde im Sommer, im August, in London am Parliament Square das Denkmal Winston Churchills beschmiert in roter Farbe. Und es war ein Schriftzug zu erkennen, nämlich der Schriftzug Churchill was a racist. Das war in der Tat eher wie seine Zeit und Standesgenossen, nichts Ungewöhnliches. Doch sollte das alles sein, was von Churchill bleibt, dann, meine Damen und Herren, können Sie sich vorstellen, können Sie sich ausrechnen, dann wird freilich Hitler aus dem Gedächtnis getilgt. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Dandina, für diesen Vortrag. Wir haben jetzt etwa eine halbe Stunde Zeit für die Diskussion. Es gibt auch schon einige Fragen im Chat. Und ich will beginnen mit einer Frage, die sich sowohl auf den Historiker, den alten Historikerstreit, wie Sie sagten, von 86, als auch auf den ja, neuen oder der als neuer bezeichnet wird, bezieht. Nämlich
die Frage, beziehungsweise zunächst die Feststellung, dass ein Unterschied zwischen diesen beiden Debatten offensichtlich darin besteht, dass 86 vor allem Wissenschaftler und Intellektuelle sich in den Feuilletons der großen überregionalen Zeitungen hier geäußert haben und miteinander debattiert haben. Und jetzt in der Debatte, die im letzten Jahr begonnen hat, sind es auffälligerweise viele politische Aktivisten, die hier sich äußern und sozusagen, wie es in dieser Fragestellung heißt, aus den eigenen Interpretationen ganz umstandslos Schlüsse auf politische Handlungen ziehen wollen. Und mit dieser von postkolonialer Seite geäußerten Kritik im gegenwärtigen Umgang mit dem Holocaust ist das Thema Israel auch eines, das manchmal explizit, manchmal weniger explizit, aber doch immer irgendwie angesprochen wird. Die Frage ist, wie diese Entwicklung, also die Besonderheiten dieser neuen Diskussion aus Ihrer Sicht zu erklären sind. Ja, der alte Historikerstreit, das ist ja auffällig. Der alte Historikerstreit in der Bundesrepublik, er lief ja einer politischen Unterscheidung zwischen links und rechts. Oder das, was man dafür hielt, sage ich heute in aller Vorsicht. Es war so, wenn man die Argumente nochmal prüft und Revue passieren lässt, schien es so, als würden, sagen wir, die konservativen oder als recht geziehenden Historiker einen, sagen wir, nationalen Diskurs verlebendigen wollen, der für die Bundesrepublik, die ein reines Institutionengemeinwesen gewesen ist. Ja, die Bundesrepublik war ja in dem Sinne kein Nationalstaat gewesen, sondern die Bundesrepublik war ja Gesellschaft gewesen im Unterschied zur Nation, ja, bis zur Vereinigung wiederum, dass da sozusagen, wenn man so will, die politische Kultur der alten Bundesrepublik debattiert worden ist. Ich bezweifle heute im Nachhinein, ob der Holocaust als solches Gegenstand war oder in dem Sinne nur symbolischen Charakter angenommen hat. Also wenn ich dran denke, dass der von mir verehrte Jürgen Habermas, etwa Michael Stürmer, zieht, dass er ein NATO-Historiker sei. Also heute würden wir im Nachhinein dies nicht unbedingt als einen Vorwurf ansehen, wenn das stimmt oder gestimmt hätte, wie auch immer. Sondern es war ein alter bundesrepublikanischer Diskurs zwischen rechts und links, der am Selbstverständnis der Bundesrepublik oder das Selbstverständnis der Bundesrepublik zum Gegenstand hatte. Aber ich bezweifle, ob es um den Holocaust im engeren Sinne dabei gegangen ist. Der Diskurs wurde natürlich darüber ausgelöst und die Hohe Zeit, das fand ja in meinen kurzen Darstellungen ja auch Erwähnung, die Hohe Zeit, wenn man so will, des historischen Diskurses oder des Diskurses unter den Historikern, der verschob sich ja in die 90er Jahre hinein. Auch aufgrund der Öffnung von Archiven im vormaligen politischen Osteuropa und vieles mehr, auch die Fragen, die gestellt wurden, verschoben sich in den 90er Jahren und insofern denke ich, dass das, ich würde es fast so bezeichnen, ein Binnendiskurs gewesen ist. Ein deutscher, ein bundesrepublikanischer Binnendiskurs. Während der heutige Diskurs in der Tat sich zunehmend globalisiert, beziehungsweise von vornherein, von außen in die neue Bundesrepublik, also nach Deutschland hineingetragen wird. Und insofern stehen sich, wenn man so will, zwei Paradigmen entgegen oder gegenüber oder überlappen sich oder mögen auch verschmelzen. Die Frage ist offen. Und wir stehen vor diesem Diskurs, den ich selbst als eine große und auch sehr, sehr interessante Herausforderung ansehe. Ob die anderen Fragen, die Sie jetzt angesprochen haben, die mit Israel in Verbindung stehen, das mag sein. Ich halte das aber eher, was den Kerngehalt des Diskurses angeht, eher als Epiphänomene, als politische Epiphänomene. Das Zentrale ist letztendlich, war der Holocaust ein besonderes Ereignis
oder lässt sich dieses Ereignis mit anderen Ereignissen vergleichen? Wobei das Wort des Vergleiches in der schriftlichen Form und in der mündlichen Form etwas anderes zum Ausdruck bringt. Denn Vergleichen bedeutet natürliche Vergleichen alle. Ja, es wäre unmöglich, eine Aussage zu treffen ohne Vergleich. Es ist selbstverständlich, wir vergleichen. Aber wenn wir es mündlich sozusagen im politischen Diskurs das Wort anlegen, dann klingt das anders. Dann heißt es, wollen Sie das miteinander vergleichen? Ja, das heißt, wollen Sie das gleichsetzen? Das ist eigentlich in der Mündlichkeit, schwingt das letztendlich mit. Und insofern tritt wieder jener Diskurs auf, den ich heute ins Zentrum meiner Darlegung gelegt habe. Und das ist die Frage der Ursprünglichkeit. Und dann wiederum diese, was ich nenne, theologische Formatierung, die wiederum in jeder Rede, das muss man sagen, und dem muss man sich stellen, die fast in jeder Rede, bei denen es um Juden geht, letztendlich mitschwingt. Und insofern sind wir dem Theologischen bei Weitem mehr verhaftet, als dass wir es gemeinhin zugeben können und auch zugeben wollen. Vielen Dank. Diese Frage nach dem Vergleich oder auch Frage nach Kontinuitäten von den Kolonialverbrechen bis zum Holocaust, die war ja schon einmal Gegenstand der historiografischen Diskussion. Das ist jetzt so gut 10 oder 15 Jahre her, so um 2007, 2008 herum, ist das schon einmal debattiert worden. Damals aber noch nicht in den Feuilletons, noch nicht in den Zeitungen. Was ist Ihrer Ansicht nach der Grund dafür, dass jetzt diese Debatte, die jetzt so stark auftritt, über die Wissenschaftskreise hinaus geht und auch die Öffentlichkeit beschäftigt? Ich denke, dass es sehr viel mit dem zu tun hat. Das ist inzwischen eine abgegriffene Vokabel, aber vielleicht ist es sinnvoll, sie hier zur Geltung zu bringen. Das hat schon sehr viel mit Globalisierung zu tun. Wir leben in einer Zeit, sagen wir, einer nicht nur territorialen Entgrenzung, sondern Entgrenzung, auch kulturellen Entgrenzung, dass wir uns immer weniger als Teil, sagen wir, eines in Anführungsstrichen nationalen Kollektivs, auch wenn es ein Diskurskollektiv ist, verstehen, sondern wir blicken weit über unsere territorialen und kulturellen Grenzen hinaus. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die, dass, und das ist jetzt keine Aussage, keine kritische Aussage, sondern eine Feststellung, dass mit Migration natürlich auch andere Erinnerungen und andere Wahrnehmungen in unsere Gesellschaft eintreten. Und diese fordern auch wiederum heraus, über bestimmte Dinge zu denken, nachzudenken und über bestimmte Dinge zu sprechen, die vorher nicht Teil unseres Diskurses waren. Ich wiederhole nochmal, das Verhältnis, sagen wir, Kommunismus und Antikommunismus, Bolschewismus, Antibolschewismus, das war ja ein über Jahrzehnte anhaltender Diskurs, der sich ja verhärtet hatte in der Kultur des Kalten Krieges und Teil unserer DNA geworden war damals. Und heute öffnet sich der Diskurs. Ich halte das für keine schlechte Sache. Aber um diesen Diskurs zu bestehen, muss man sich, glaube ich, in einer Weise informieren, die weit über das Kenntnistableau hinausgeht, wie es in den 70er und 80er Jahren Bestand hat. Vielen Dank. Und gleichzeitig mit diesem neuen Diskurs und diesen postkolonialen Bezügen oder Nord-Süd-Süd-Nord-Achse, die Sie skizziert haben, haben wir auch wieder Stimmen, die in mancherlei Hinsicht an das erinnern, was wir schon kennen, Forderungen nach dem Schlussstrich. Ich erinnere nur an den großen Artikel, den die FAZ vor vielleicht gut vier Wochen veröffentlicht hatte von dem Neuzeithistoriker oder Frühneuzeithistoriker Wolfgang Reinhardt. Wie würden Sie sozusagen das Zusammentreffen dieser Diskussionen sehen und einschätzen?
Also ich möchte dem Kollegen Reinhardt nicht zu nahe treten. Jetzt im Gefolge des Vortrages. Aber Wolfgang Reinhardt ist ja auch Kolonialhistoriker. Und sein Buch über die Kolonialgeschichte ist nur jeden wärmstens zu empfehlen. Vor einigen Jahren ist ein anderes Buch erschienen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es vor 10 oder 15 Jahren war, in englischer Sprache mit dem Titel Churchill's War. In dem, ist eine indische Journalistin, die dieses Buch verfasst hat. Und in das Zentrum rückt sie die bengalische Hungersnot. Die bengalische Hungersnot des Jahres 1943-44, an denen, wir wissen es nicht genau, bis an die 4,5 Millionen Menschen zu Tode kamen. Ich habe dieses Buch damals gelesen, als es erschien, und mir fiel etwas auf, dass das Erzählmuster in diesem Buch und dieses Buches eigentlich der Geschichte des nationalsozialistischen Judenmordes entlang erzählt wird. Merkwürdige Bezüge stellten sich da ein. Und ich war ein bisschen irritiert darüber und habe mir diese Stellen genau angeschaut und mit der Sache nachgegangen. Und dann fiel mir auf, und das soll jetzt natürlich keine Erklärung sein, und niemand soll sich darüber in irgendeiner Weise verletzt fühlen, aber sie dankt in einer außerordentlichen Weise Wolfgang Reinhardt für seine Hilfe bei der Gestaltung dieses Werkes. Und mir fiel dann bei, ob es nicht sozusagen ein Echo ist einer anderen Geschichte, die in Deutschland vielleicht ihren Ursprung hat und jetzt den Weg sucht, ja, über das, was man früher Dritte Welt nannte und heute, sagen wir, die postkoloniale Welt, um sich der eigenen Geschichte auf eine andere Weise zu entziehen, indem man sie verallgemeinert und sie den Briten sozusagen vor die Tür legt, auffällig. Und das führte wiederum zu dem, was ich in meinem Vortrag auch eher zum Schluss erwähnt habe oder glaubte erwähnt zu haben, nämlich, dass sich auf eine merkwürdige Weise Konstellationen einstellen, ganz unbewusst, gar keine Frage. Ja, ja, die mit einer gewissen Sympathie im heutigen globalen Süden für die Achsenmächte, nehmen wir Italien mal aus, das ja selbst Kolonialkriege geführt hat. Und Japan hat sich auch in einer, wie soll ich sagen, grausamen Weise in China verhalten. Aber darüber hinaus gab es auch Sympathien. Und wenn man sich die Äußerungen Gandhis anschaut aus dieser Zeit, hatte sich eigentlich eine Meinung eines Urteils enthalten, was denn wäre, wenn die Japaner nach Indien kämen. Und dass sich hier eine ganz merkwürdige Teilaffinität, sage ich, Teilaffinität, keine volle Affinität ausbildet. Und alle diese Dinge werden zunehmend ins Zentrum des Diskurses rücken. Und meine Wahrnehmung ist die, unter Umständen sogar zu bestimmten Revisionen, um das Wort Revisionismus zu benutzen, was den Zweiten Weltkrieg betrifft. Und insofern war das der Hinweis darauf, meinem Schluss, auf Churchill, dass Churchill jetzt sozusagen nicht direkt zu einem Ungeheuer, aber mit Sicherheit nicht zu dem mehr gemacht wird, was er letztendlich im Zweiten Weltkrieg und auch für die Entscheidung, was den Ausgang des Krieges angeht, auch gewesen ist. Und insofern könnte man vorsichtig, wirklich in aller Vorsicht, ohne es irgendjemand nachtragen zu wollen, sagen, dass die Beschäftigung mit diesem Geschehen aus Deutschland heraus auch als ja, eine repetitive Fluchtbewegung von dem Ereignis bewertet werden könnten, um das es hier letztendlich geht. Und das ist der Holocaust. Ja, es ist, wie soll ich sagen, schwer, diese Bezüge
gegenwärtig zu belegen, weil sie erstmal auf Intuition und oberflächlicher Wahrnehmung beruhen. Aber letztendlich weisen die Vektoren in diese Richtung, dass wir auch gleichzeitig unter Umständen die Wahrnehmung des Zweiten Weltkrieges aus südlicher Perspektive verändern und verschieben und dass der Diskurs, der gegenwärtig um die Frage von Holocaust und Kolonialverbrechen geführt wird, unter Umständen weiterführt als das, was heute geh- und besprochen wird. Dankeschön. Ich greife eine Frage aus dem Chat auf. Jemand sagt, dass dieser neue Geschichtsdiskurs, der sogenannte neue Historikerstreit, vor allem ein geschichtspolitischer Streit sei. Und fragt sie, wo sie möglicherweise Impulse für die Holocaust-Forschung, Impulse auch für die Kolonialismus-Forschung aus dieser Debatte sehen. Schwierig. Also, ich würde sehr empfehlen und dazu neigen. Also ich bin absolut für den Vergleich, nicht, dass da irgendwelche Irrtümer entstehen. Aber der Vergleich muss angemessen geführt werden. Ich muss Dinge miteinander vergleichen, die vergleichbar sind, zumindest Elemente in sich tragen, die einem Vergleich standhalten können. Man könnte auch sagen, und das ist eher mein Eindruck, dass das, was gegenwärtig im Gange ist, gar nicht so sehr ein Vergleich zwischen Kolonialgewalt in der südlichen Hemisphäre und Gewalt auf dem europäischen Kontinent ist, sondern dass sich die Dinge semantisch verschieben, indem man sagt, also was in Europa geschehen ist, ist ja auch Kolonialgewalt gewesen. Dann wird eben der Generalplan Ost zitiert, es werden andere Formen sozusagen der Gewaltausübung evoziert. Und es findet so etwas statt wie eine semantische Umwidmung, indem man das, was wir kennen aus dem Diskurs der kontinentaleuropäischen Geschichte, dass wir das jetzt sozusagen mit dem Prädikat, würde ich fast meinen, mit dem Prädikat des Kolonialismus sozusagen auszeichnen und darüber Nähen herstellen, mittels dieser Semantik, die in der Sache so nicht tragen. Und insofern hätte ich Bedenken, denn ich hatte das auch kurz vielleicht nur in Klammern angedeutet, das, was eigentlich früher signifikant gewesen ist für den Vergleich oder unter Umständen für Kontinuitäten, obwohl auch die Kontinuitäten selbst wieder über die Semantik hergestellt wurden. Etwa Hitlers Aussage, dass über die Armenier keiner mehr redet. Ja, also man könne diese Dinge ja tun. Aber die Gewalt, die im Kontext sozusagen des Osmanischen Reiches, im Kontext des Balkans, im Kontext des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts ausgeübt wurde, die ja auch in dem Sinne eine entgrenzte Gewalt gewesen ist, die findet sozusagen in der Wahrnehmung und in der Integration Süden und Norden, Osten und Westen, findet sie keinen Ort mehr, als sei sie sozusagen nicht mehr legitimer Gegenstand eines Vergleiches. Und deswegen meine ich, dass diese Dinge im Augenblick sehr im Fluss sind und noch nicht die Konturen ausgebildet haben, um sozusagen zu einer wirklichen, systematischen Genozidforschung zu kommen, die die Spezifika in den Vordergrund rückt und die Kontexte mit bedenkt. Noch eine Frage aus dem Chat, die ich aufgreifen will. Sie bezieht sich auf den Anfang Ihres Vortrags, auf den Punkt, den Sie die historische Ebene genannt haben, als Sie vom Kalten Krieg als Rahmen sozusagen gesprochen haben, innerhalb von dessen Grenzen die Beschäftigung mit dem Holocaust geprägt gewesen ist.
Die Frage lautet, warum es erst Ende der 70er Jahre ein amerikanischer Film oder eine Filmserie gewesen ist, die dann in Deutschland den Ausgangspunkt gebildet hat, dass man sich mit dem Holocaust beschäftigt hat, dass der Holocaust ein öffentliches Thema geworden ist und dass dann auch erst viele Forschungen entstanden sind. Ja, also ich fühle mich dann jetzt veranlasst, nochmal das zu wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Ich meine, dass das, was wir später, ich meine, auch ich lege sehr viel Wert auf Semantik, ja, dass der Holocaust dann Holocaust genannt wurde, hat auch sehr viel mit dem Film zu tun. Ja, es bedeutete einmal, dass wir die NS-Sprache hinter uns gelassen haben, wenn es um Endlösung und Ähnliches ging. Aber wir wissen sehr wohl, dass in den 50er Jahren, von Ende der 50er Jahre, dann 60er Jahre, so also Ulmer Einsatzgruppenprozess und dann später der Auschwitzprozess und dann dazwischen zwischen beiden der Eichmann-Prozess, da gab es also genug Anlass, ja, und genug Material, um sich mit diesen Sachen zu befassen. Aber es war kein Gegenstand sozusagen des öffentlichen Bewusstseins. Und der Holocaust-Film scheint nicht, dass er es initiiert hat, aber hat etwas, eine untergründige Strömung, ja, an die Oberfläche befördert. Das heißt, der Holocaust ist Teil des öffentlichen Bewusstseins geworden. Das ist eigentlich das Neue gewesen. Und ich bringe das in aller Vorsicht und sehr tentativ in Verbindung, dass wir damals in der Zeit sozusagen der Détente uns befunden haben. Ja, dass der Gegensatz, der nukleare Gegensatz als unmittelbare Gefährdung, ja, ich brauche jetzt nicht die Berlin-Krisen, die Kuba-Krise und all das abzuhandeln, ja, sondern dass dieser Gegensatz begann abzuschmelzen. Ja, mit diesem Abschmelzen, ja, der Vorstellung einer unmittelbar drohenden Apokalypse konnte man sich zunehmend der real gewesenen Apokalypse zuwenden. Ja, als ob sozusagen Raum genug geschaffen worden war, um sich dieser Dinge sozusagen zu widmen. Und dass es eben eine Fernsehserie gewesen ist, obendrein eine amerikanische mit all dem, was damit einhergeht, ist doch erklärungsbedürftig und weist darauf hin, da muss etwas anderes abgeschmolzen sein, um dem wiederum Raum zu geben. Denn da war es immer. Es wurde immer in verschobener Sprache, in verschobener Semantik, in verschobenen Gleichnissen war das immer da. Es gab so etwas wie eine Schicht von Mehltau in der Gesellschaft. Ja, und das habe ich jetzt in meiner Bildersprache im Vortrag in Verbindung gebracht mit diesen Zeitkapseln, ja, die sich dann öffnen und dann plötzlich sozusagen das Toxische der Vergangenheit, ja, in die Öffentlichkeit tragen und dass die dann wahrgenommen wird. Ja, aber es ist wie eine, man könnte sagen, ein Transfer von innen nach außen. Denn diese Dinge hatten Bestand und wurden transgenerationell weitergegeben. Und insofern denke ich, das ist die Wende der 70er Jahre mit dem Jahr 1978, 79, was den Holocaust-Film angeht. Dann fällt etwas ab. Ich will jetzt keine Geschichte der Bundesrepublik oder des Gegensatzes darlegen in diesem Zusammenhang. Aber der ganz große Durchbruch und wenn man so will, war der erste oder der Historikerstreit, Nolte und andere. Das war wie eine Vorwegnahme dessen, was dann sozusagen mit dem Jahr 1989 in Verbindung trat, dass, sagen wir, in Deutschland die Frage der Zugehörigkeit, ich liebe das Wort der Identität nicht, sozusagen Gegenstand wurde. Ja, und natürlich, worauf ich hingewiesen habe, Osteuropa, wir dürfen nicht vergessen, dass der Sozialismus, ja, nichts anderes war als ein ethnischer Kollektivismus. Das galt für Polen, das galt für andere Länder, dass zum ersten Mal diese Gemeinwesen mittels der kommunistischen Partei an der Herrschaft zu homogenen Nationalstaaten wurden. Und das war im Zeichen des Kommunismus. Und danach stellte sich dann die Frage, nachdem sozusagen das Kollektive im Sozialen abgeschmolzen oder weggerissen war, stellte sich dann aufs Neue die Eigentumsfrage, die im Übrigen in vielen Ländern noch gar nicht geklärt ist, und dreut sozusagen.
Ich möchte gar nicht jetzt auf die Tschechische Republik eingehen oder auf Fragen, die in Polen bestehen, dass die Frage des Privateigentums und der Nachvollzug von Eigentumsverhältnissen gleichsam die Erinnerung befeuert hat. Ja, und der Hinweis darauf, dass das Grundbuch sozusagen das Arsenal der Erinnerung ist, wo man genau nachvollziehen kann, wer von wem, wann, was, wie erhalten, übertragen oder wie auch immer zwangsweise erworben hat. Alle diese Dinge spielen eine Rolle sozusagen als Unterfutter der historischen Diskussion. Und das Auffällige daran ist, dass diese Diskussionen nicht beendet sind. Vielen Dank. Dazu noch mal eine Frage aus dem Chat, die sich auch in gewisser Weise darauf bezieht, nämlich die Frage, inwiefern oder worin in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Filmes Shoah lag, 85 von Claude Lanzmann. Kann man diesem Film sozusagen eine ähnliche große gesellschaftliche Bedeutung zuschreiben? Da kann ich sozusagen nur als Zeitgenosse reagieren. Das ist nicht mein Gegenstand. Ich würde nur meinen, dass dadurch, dass der Film Holocaust so ein inszenierter Film war, im Sinne sozusagen einer nachvollziehbaren Handlung auf der Erscheinungsebene, während der Film Shoah ein investigativer Film gewesen ist, wenn man so will, auch ein intellektueller Film gewesen ist. Da war, wenn man so will, die Federführung oder die Kameraführung eine ganz andere gewesen, die gleichsam sozusagen in das Innenleben, in die Innereien der Handelnden oder der Personen, die das erlitten haben, hineinblickte. Und insofern war das ein sehr, sehr starker, aber letztendlich, und das meine ich nicht abfällig, im Gegenteil, es war ein intellektueller Film, während Holocaust ein sehr volkstümlicher Film gewesen ist. Und dadurch unterscheiden sie sich. Dankeschön. Zum Schluss vielleicht noch eine letzte Frage. Sie haben die große Bedeutung der theologischen Zusammenhänge betont. Auch der Begriff von der Einzigartigkeit ist ja ein aus dem theologischen Zusammenhang kommender Begriff. Wie sinnvoll ist er eigentlich in dieser Debatte? Also ich verwende den Begriff nicht, der Einzigartigkeit, weil ich weiß, dass er abrutscht sozusagen in den theologischen Diskurs von Pro und Con, ja, und gerät sozusagen auf eine abschüssige Bahn. Wenn ich einen Begriff verwende, dann eher der Begriff der Präzedenzlosigkeit, die darauf hinweist, dass das vorher so etwas nicht bekannt war. Ja, dass es was Neues gewesen ist. Und dass es etwas Neues gewesen ist, lässt sich sehr gut begründen im Nachvollzug dessen, was geschehen ist. Mein Eindruck ist aber der, dass der Wiederholungszwang, was den Diskurs betrifft, sehr, sehr stark mit dem, ich nenne das, mit der theologischen Formatierung etwas zu tun hat. Ich sage nicht, dass das ein religiöses Argument ist. Ich spreche von einer theologischen Formatierung, die sich sozusagen durch die westliche oder christlich-säkulare Kulturgeschichte hindurchzieht, bei denen die Juden nicht irgendwie eine Gruppe sind. Ja, sondern man verbindet mit ihnen, was die eigene Vorstellung angeht, mehr, ich sage nicht im Guten, nicht im Schlechten, ich sage mehr als was sie sind. Und diese Projektion, ja, die wiederum mit Juden in Verbindung gebracht wird, ist sehr stark angereichert, kulturell angereichert von jenen, wenn man so will, theologisch, religiös formatierten Vorstellungen. Und ich spreche hier von säkularen Menschen, ich spreche hier nicht von religiösen Menschen, sondern das ist sozusagen Teil unserer kulturellen Wahrnehmung und Imprägnierung ist, derartige Wahrnehmungen zu haben und sie sozusagen auf die Gegenstände, die derartig brennend sind, die wir jetzt gerade diskutieren, dann projiziert werden. Und dann sieht man, und das ist eigentlich das Hauptargument, das ich führe, man sieht dann nicht die Tat, sondern man sieht die Juden.
Ja. Und mir kommt es darauf an, erst die Tat zu sehen und zu erkennen, um was es sich gehandelt hat. Später kann man über das andere reden. Aber der Blick muss auf die Tat gerichtet sein. Nur dann erkennt man, ja, was dieser absolute Tod bedeutet hat. Ganz herzlichen Dank, Dandina, für diesen Vortrag, für die Diskussion. Beim nächsten Mal hoffe ich, Sie wieder wirklich in Frankfurt begrüßen zu können und Sie wirklich einladen zu können an das Fritz-Bauer-Institut. Für heute ganz, ganz herzlichen Dank. Und es war schön, dass wir mit Ihnen so lange diskutieren konnten zu diesem aktuellen und schwierigen Thema. Vielen Dank.